Ich glaube, ich hocke auch mal alle begrüßen und herzlichen guten Abend hey, am Bund-Grätz-Haus, an Down. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Lick zu unserer Veranstaltung kommen. Wir schwätzen Blatt und ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr alle da seid. Wunderbar, ich schwätze einen Brümer-Dialekt, wie man hört, aus der Brümer-Ecke. Und ich weiß nicht, ob der den geläufigen Downer da überhaupt versteht. Aber wir mussten es heute auch an den Wettbewerb der Kulturen irgendwie mal so ein Blatt mal durchschlagen. Deswegen begrüßen mich zuerst mal ich all die ja Hocker und Kusse, dem habt ihr gemerkt, wir sind total überfordert beim Rote Kreuz. Wir haben eigentlich auch nicht so viel Stille gehabt und wir sind aber trotzdem froh, dass ihr alle da seid. Und es geht aber wunderbar hin und jeder schön kuschelig war und so gesehen. Fühlt euch umgarnt und umworben vom Team des Deutschen Roten Kreuzes, hey am Down. Ich darf euch begrüßen als neuer Präsident vom Kreisverband Vulkaneifel, hey am Down. Da war ich auch ganz hier und ich beschränke mich willen, aber ob die Begrüßung unserer Hauptdarsteller, und das ist zuerst mal Hannah Mir, die Silvia Nels aus dem Biburger Land, aus Ingendorf, bei Dingendorf, bei Bitburg, am Evelkreis. Und Silvia. Dann als nächstes jetzt neben mir mit der coolsten Basketballmütze, die überhaupt am Vulkaneifelkreis hier. Das ist der Moment, ich muss noch mal gucken, der Jakob Drückes aus Samersbach, den Peter Gaunt mit einer Gewinnergeschichte als bester Blattschwätzer 2017. Lieber Schwalli, gratuliere noch nachträglich. Der beste Blattschwätzer von unserem Regionalwettbewerb oder Kreiswettbewerb 2017 hatte gewonnen mit der Gewinnergeschichte Die Ziege, der Hammel und das Schwein. Die Sau. Da machen wir dann aber in Mundart. Ja. So, und als beste Blattschwätzer 2016 hatte man den sicherlich auch vielen bekannten Simon Körsten aus Neroth, den hält Togorn einen unterhaltsamen Vortrag als Büttenrede. Und ich weiß, das ist auch richtig gut. Ja. Herzlich willkommen. Ich muss mal in der Downer Ecke ein bisschen feiner sprechen, weil wir reden jetzt von einer Geroldsteinerin. Wir begrüßen die Wilma Herzog aus Gerolstein, Historikerin vor Ort und sehr aktiv im Mundartwettbewerb. Frau Herzog ist da eigentlich Vorreiter im Kylltal und richtet gemeinsam auf der Kreisebene auch immer die Mundartwettbewerbe aus. Schön, dass du da warst, liebe Wilma. Schönen guten Abend und wir freuen uns auf den Beitrag mit einigen sehr unterhaltsamen Geschichten. Dann steigen wir auch sofort ein mit einem Liedvortrag von Silvia Nels aus der geschätzten Eifel aus Ebendorf. Pellets, Brennholz, Holzbriketts, günstig über brennstoffe-vulcano.de. Ich hab mehr gewischt. Ja, schönen guten Abend, kann man schon sagen. Ich freue mich sehr, so viel geballt Mundart Freunde hier auf dem Haufen zu sehen. Das freut mich wirklich sehr. Weil ich weiß noch, wie ich 2007 mal an Down gesungen habe. Du tust die Scheißschwätz, die überhaupt keine platt. Ich habe auf dem Knolle beigesungen und da kommen Frau Bämisch und sagte: Frau Nell, Sie singen ja ganz schön, aber was heißt denn sangen? Du tust die Scheißschwätz, oh mein Gott, wenn dir so ein grundsätzlich Vokabel frocht, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich mal zu einem Hardcore-Vokabel komme. Und du durch dich mir, wie ich das erlebt habe, ich glaube, ich muss mal mit den Leuten einen Sprachkurs machen. Wenn ich hätte ein bisschen quietschig klingen oder so, dann muss ich mir das verzeihen. Seid nicht bies, wenn ich auch zwischendurch mal husten muss. Ich habe mich nämlich auch kalt. Aber ich kann nicht versichern, das ist kein Männerschnaub. Weil, wenn es Männerschnopf wäre, dann liege ich wohl auf der Intensivstation. Also den Sprachkurs möchte ich
spreche Moselfränkisch. Und Moselfränkisch ist für diesen Bereich, wo ich her bin, aus der Südeifel, das ist ein Spruch, ist wissenschaftliche Sprachbezeichnung. Ist Dialekt nennt sich da Moselfränkisch. Und Moselfränkisch ist leider für ein paar Jahre von der UNESCO auf die Liste der aussterbenden Sprachen gesagt, gell? Was mich auf der einen Seite sehr traurig mischt, aber auf der anderen Seite beweist, dass wir einen Spruch haben, ne? Und wenn man mal den Sprachkurs, dann mal dir etwas zu lachen hat. Ich spreche Moselfränkisch, das ist meine Sprache. Ich spreche es gern den ganzen Tag, sogar im Schlafe. Drum bringe ich euch heute bei, wie das geht, damit ihr mich das nächste Mal besser versteht. Sagt man hier Tag, wünscht man sich einen guten Tag. Ich han dich gern, sagt man zu einem, den man mag. Morgens heißt es Morgen, abends heißt es Norscht. Und gehen wir schlafen, ja, da geht sich mehr gelorscht. Unsere Kinder, das sind so Pens oder Kanner. Rinder sind bei uns im Allgemeinen Rander. Ein kleines Zimmerchen heißt hier auch gerne Kammer. Und klotzt einer heimlich rein, ja, dann ist das ein Spanner. Rob heißt hoch und Rof, das heißt herunter. Ist ein Kind ganz quieselig, dann ist es munter. Ist das Auto mal kaputt, dann ist es freckt. Und wenn die Schwiegermutter spinnt, ist es verreckt. Ich spreche Moselfränkisch, das ist meine Sprache. Ich spreche es gern den ganzen Tag, sogar im Schlafe. Drum bringe ich euch heute bei, wie das geht, damit ihr mich das nächste Mal besser versteht. Singe ich für euch ein Lied, dann don ich sangen. Gewinne ich mal ein Spiel, don ich gewannen. Finde ich den zweiten Schuh, don ich gefannen. Vorne nennt man vier und hinten nennt man Hannen. Genauso also. Juckt es mich ganz schlimm, muss ich mich kratzen. Ist mein Kleid kaputt? Hinkt et a Fatzen. Ist das Kindlein müde, dann muss et ratzen. Und ist es schlecht gelaunt, dann dädet dauernd Katzen. Wäscht jemand sich nicht gern, aset en Knusel. Hast du mal Glück gehabt, dann hat's du Dusel. Ein schlechter Schnaps, das ist bei uns nur Fusel. Und fahren wir weit weg, ja, da vorne bauen der Musel. Eine Zwille, dat ass ne Flutsch. Ein junges Zicklein, dat ass ein Butsch. Wirft man einen Ball, da nennt man dat Schmeißen. Und fühlt man sich nicht wohl, da muss man... So. Auch mal was zu beißen. Ich spreche Moselfränkisch, das ist meine Sprache. Ich spreche es gern den ganzen Tag, sogar im Schlafe. Drum bringe ich euch heute bei, wie das geht, damit ihr mich das nächste Mal besser versteht. Ein dickes Stück vom Stamm, das ist ein Klüpp. Und fällt man drüber, so ist ein Stellep. Ein Butterbrot, das ist bei uns ein Schmer. Mag gut sie troppern, ich die ganz besonders gern. Ein ungeschickter Mensch, das ist ein Toter. Und knurrt er dabei rum, das ist ein Knorker. Schreit er laut, da mischt die Kamedi. Und trete ich ihn dann vors Knie, putte ihn ein Benvi. Muss man sich mal lüften? Bestellt man einen Schnaps, kriegt man einen kurzen. Hat man Blödsinn nur im Kopf, dann hat man Flausen. Und treibt man's mit der Nachbarin, steht man se Mausen. So könnte ich noch viele Worte euch erzählen, aber möchte ich euch nicht weiter damit quälen.
Ein dicke Merci für ein Blaus, dann bleibt gesund. Wir freuen uns, wenn dir es mal besuchen kommt. Und letztendlich ist es ganz egal, wie man es sieht. Hauptsache, es nimmt, dass man sich gut versteht.